Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung eines weiteren Echos-Spiels. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung eines weiteren Echo-Spiels. Ich habe euch in vergangenen Videos schon die einen oder anderen Boxen gezeigt. Und jetzt gibt es ein paar kurze Informationen, ob sich diese Box denn letztendlich lohnt. Weil die Abläufe sind recht einfach, aber auch dazu gibt es noch ein paar Informationen. Echos, ein Spiel, die Violine hier, ein Audio-Mystery-Spiel, einmaliges Spiel. Das heißt, wo ihr dann rätselt mit Hilfe der App, aber wo ihr dann irgendwann den Lösungsweg kennt. Ihr müsst ja aber nichts zerschneiden etc., aber was ihr quasi nur einmalig spielt. Die Nummer 5 der Reihe, die anderen habe ich euch vorgestellt, Ravensburger, der Verlag, Dave Neal und Matthew Dunstan, die Autoren. Ist ab 14 Jahre angegeben, ist oftmals auch dem düsteren Thema ein bisschen geschuldet, auch dem Thema, was jetzt hier vorkommt. Also da dreht sich nicht um Musik, da dreht sich gewissermaßen auch um Mordfälle und gewisse Dinge, die man aufzuklären hat. Aber mit Hilfe von Bildern versucht man, diese Geschichte fortzuführen. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ich werde auch ein paar Bilder einblenden, ohne jetzt nicht zu viel zu verraten. Ja, angegeben ist es für 1 bis 4 Personen, Level 4 von 5, also spricht für ein etwas anspruchsvolleres Spiel. Und was macht man in diesem Spiel denn überhaupt? Man lädt sich erst einmal die App runter und mit dieser App agiert man dann mit den Karten. Das heißt, ihr müsst da jetzt kurz nichts vorbereiten bei dem Spiel, wer das noch gar nicht kennt. Ihr nehmt die Box, packt das Material aus und dann habt ihr hier verschiedene Karten. So, das heißt, ihr habt hier zum einen diese Karte und zum einen habt ihr hier diese Karten. So, und diese Karten, die legt ihr jetzt quasi einfach vor euch aus. Am besten so eine Reihe, am besten alle Kärtchen nebeneinander. Und zu jedem Kärtchen gesellen sich jetzt 3 Karten. Je nach Schwierigkeitsgrad, was ihr spielen wollt, dann nehmt ihr gleich alle Karten hinzu. Ansonsten orientiert ihr euch hier an diesen Sternen. Die sind, glaube ich, jetzt hier auf der Rückseite. Anhand diesen Sternen orientiert ihr euch, sodass ihr erst einmal 9 Karten habt und dann nochmal 9 Karten. Das heißt, diese 9 Karten, die ihr dann habt, mit bzw. ohne Stern, sucht ihr erst einmal die passenden Kärtchen raus. Das heißt, zu jeder Karte müssen 3 Karten dann kommen. Und habt ihr das dann geschafft? Das wird euch mit der App angezeigt. Dann könnt ihr euch um die anderen 3 Tafeln kümmern und die nächsten 9 Karten. Und da versucht ihr auch zu jedem Kärtchen dann 3 Karten zuzuordnen. Alle Kärtchen sollten dann am Schluss natürlich noch eine Reihenfolge bilden. Und dann wird euch die Lösung hoffentlich angezeigt, wenn ihr alles korrekt platziert habt. Weil im Spiel scannt ihr dann immer die einzelnen Karten ab, beziehungsweise Kärtchen ab. Und die liefern immer einen kurzen Ausschnitt, eine kleine Geschichte. Und das scannt ihr am besten mit allen Tafeln ab und mit allen 9 Karten, sofern ihr mit den 9 spielt, und versucht es dann den einzelnen Kärtchen dann zuzuschieben. Habt ihr also alle 3 Karten platziert neben einem Kärtchen, scannt ihr die einzelnen Tafeln ab und es wird euch gezeigt, ob das passt, ob die Reihenfolge passt oder welches Kärtchen falsch ist. Ihr könnt auch Tipps nutzen und so wird es dann zusammengefügt. Weil ihr bekommt hier nur immer einen Teil der Informationen geliefert. Wenn ihr Kärtchen korrekt angelegen habt, dann sind immer so kleine Zwischensequenzen dann noch hinterlegt, sodass die Geschichte auch am Ende einen Sinn gibt. Und so löst ihr quasi das Rätsel rund um die Violine und habt das dann früher oder später geschafft. Könnt es natürlich innerhalb einem gewissen Zeitfenster spielen. Wir uns geht es hauptsächlich darum, Spaß zu haben. Wenn wir nicht weiter wissen, nutzen wir auch gerne den Hinweis. Und wir wollen einfach in 30, 60 Minuten unterhalten werden. Und das ist auch bei dieser Box der Fall. Die Violine ist angegeben mit Level 4 von 5 und ich muss wirklich sagen, es war an der einen oder anderen Stelle wirklich sehr hart. Klar, Violine, Musik, ja, Mozart, Beethoven etc. spielt hier eine große Rolle, die Geräusche, das Publikum, aber auch die Hintergrundgeräusche. Und das war bei manchen Kärtchen einfach so, dass manche fast ähnlich waren und es echt schwierig war zuzuordnen. Also bei der einen oder anderen Stelle haben wir gedacht, also die Karten, die sind doch gleich. Also ordnen wir es jetzt hierzu oder von der Reihenfolge, das war teilweise echt schwer. Es war aber machbar, klar, es ist auch ein bisschen eine Herausforderung. Also jetzt nichts ungefähr, da würde man sagen, 20 Minuten hat man es gelöst. Was das Stück, was die Geschichte angeht, war es gut gemacht aus meiner Sicht. Andere Rätsel haben mir bisher ein bisschen einen Tick besser gefallen. Es gibt ja mittlerweile auch so viele, es ist ja Fall 5 der Reihe. Aber wer das jetzt noch nicht kennt und gerne das mit der App dann spielt, also das passt auch wirklich sehr gut und wenig Regeln lesen will, recht zügig
beginnen will, ein Gemeinschaftserlebnis hat, weil man spielt ja hier kooperativ, der macht bei Echos nichts falsch. Da sollte sich vielleicht die eine oder andere Box mal holen. Es gibt ja auch verschiedene Boxen, Tänzerin beispielsweise ist auch ein guter Fall. Da müsst ihr da einfach mal schauen. Klar, preislich sehr unterschiedlich, müsst ihr gucken. Aber ganz klar, einmalig. Ihr spielt es einmalig, ich weiß gar nicht, was zum Zeitfenster hinterlegt. Also 30, 40 Minuten haben wir jetzt hier gespielt. 60 Minuten ist angegeben. 30 nicht, also 40, 45 Minuten waren es auf jeden Fall. 60 Minuten ist angegeben. Und da tauscht man sich auch gemeinsam aus. Was würdest denn du meinen? Welche Karten legen wir zu welchem Kärtchen? Und so versucht man hier, die einzelnen Karten dann zuzuordnen und dann letztendlich das Rätsel zu lösen. Hat man das dann geschafft, dann lehnt man sich zurück und bekommt dann die gesamte Geschichte nochmal über diese App dann, beziehungsweise über die Seite, dann noch einmal erzählt, nacherzählt. Einzelne Stückchen werden dann noch ergänzt mit weiteren Texten, Sound und sonstigen Effekten. Und das ist gut gemacht. Und dann habt ihr quasi das Rätsel rund um die Violine gelöst. Also insgesamt aus meiner Sicht ein guter Fall. Es gibt bessere Fälle, was jetzt hier Echos angeht, aber es war auf jeden Fall unterhaltsam. Wird jetzt nicht unsere letzte Box sein, weil gerade jetzt die Silke, die spielt die wahnsinnig gerne, diese Boxen. Und klar, da gibt es Fälle, die fallen einem mehr und weniger. Aber ich habe gedacht, ich stelle es euch einfach mal in Kürze vor, ohne jetzt gewisse Dinge zu spoilern. Vielleicht kennt der ein oder andere ja die Reihe rund um Echos ja auch gar nicht. Sehr erfolgreiche, aus meiner Sicht sehr erfolgreiche Reihe, wo ihr auch nichts groß vorbereiten müsst. Das heißt, wenn ihr das mitnimmt für unterwegs, da braucht ihr jetzt die Regeln nicht vorab lesen, sondern ihr steigt ein, entweder alleine, zu zweit oder mit mehr Personen. Wobei ich sagen muss, zu zweit, zu dritt ist nach wie vor meine Empfehlung, weil jeder will ja dann doch ein bisschen miträtseln, ein bisschen agieren. Aber das bleibt natürlich wie immer euch überlassen. Schaut einfach über die unten genannten Links. Ihr wisst ja, wenn ihr dort Produkte kauft, müssen auch keine Spiele sein. Ihr unterstützt uns immer automatisch und zahlt nicht mehr. Muss mich wiederholen. Dankeschön, das machen mittlerweile sehr viele von euch. Ansonsten sage ich jetzt danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.